Farewell, my love. Damn, man, now what? Big! What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I no interested no more, I mean that I love wait. You! And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait, Catalina, leave my car alone! I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions holed up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Huh? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Oh ja, dieser Mann. Bitch. Diesen Mann werden wir noch wiedersehen und wir werden ihn, also ich werde ihn steuern im nächsten Let's Play. Was ich dann nach San Andreas wahrscheinlicherweise relativ bald machen werde, nämlich in GTA 3. Denn das ist der stumme Held aus GTA 3 und auch Catalina werden wir im Intro von GTA 3 wiedersehen, denn die kommt da auch mit vor. Tatsächlich. So, ich kürze mal ab, ne? Damit ich die endlich mal los bin hier, die Pfeffertrolle, die anderen. So, und jetzt können wir auch mal ein bisschen racen. Einmal um die Kurve. Oh Gott, das ist mal eine Kurve. So, ich weiß gar nicht, wo genau es jetzt hingeht hier. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch so an die Strecke mit Woozy erinnern. Den wir übrigens natürlich in San Fierro auch wiedersehen werden. Und dann werden wir auch... Shit, ich bin falsch. Wo hätte ich denn jetzt langfahren müssen? Die kommen... Da vorne ist ein... Okay. Das ist jetzt schlecht. Hier vorne ist da... Oh Gott, das sieht doch kein Mensch. Das werde ich wohl nochmal machen müssen, nehme ich an. Wobei, davon sind sie noch. Die sind noch in Schlagdistanz. Vielleicht kriege ich die noch. Oh, das war aber auch eine miese Ecke dort, um einzubiegen. Wie gesagt, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie die Strecke hier lang geht. Bei dem Rennen davor war das weniger ein Problem. So, dann sollten wir uns mal Mühe geben und müssen jetzt doch mal ein bisschen Gas geben hier. Halt, nicht von der Brücke fallen. So, okay, sie sind noch da. Sie sind noch da. Und wir müssen halt einfach mal gerade drauf zu gasen. Hallo, die Herren. So. Ach, hier sind wir. Alles klar. Okay, ich fahre dann mal geradeaus. Ihr könnt von mir aus einmal drumherum. Oh Gott, das sagt mir doch keiner, dass hier nicht weitergeht. Ihr könnt von mir aus einmal drumherum fahren. Das ist in Ordnung. Seht ihr mal, am Ende hat sich das mit dem Unfall wieder ausgeglichen und ich kann jetzt endlich wieder die Führung übernehmen. Also dafür, dass ich so unfassbar falsch gefahren bin, so unfassbar viel Zeit verloren habe, bin ich doch wieder ganz gut ins Rennen zurückgekommen. Ich glaube, das Auto ist nicht gemacht für die Strecke, kann das sein? So. Mal schauen. Nicht die Kontrolle verlieren. Okay, passt. Aber immerhin, ich glaube, der Buffalo ist etwas fallfreudiger gewesen. Er hat sich eher auf zwei Räder begeben, als das die Kiste tut. Ist halt eine härtere Federung hier ein bisschen, ne? Okay, ich glaube, jetzt sollte das Rennen kein Ding mehr sein, insofern wir keinen unfassbar großen Schnitzer bauen. Ich habe das Gefühl, wir fahren die Strecke einfach nur zurück, die wir vorher hingefahren sind. Kann das sein? Nichts dagegen am Ende. Aber gut, da ist das Ziel und Catalina und ihr Neuer verlieren. Tja, Bitch. Wärst du mal bei mir geblieben. Wobei, nee, ist besser so.
Wir werden noch sehen, auch der Neue hat kein Glück mit ihr. Juke had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Die Bitch sind wir los. Wir werden noch ab und zu, glaube ich, von ihr hören per Telefon, aber das ist dann auch alles. Mission erfüllt und wir haben neues Eigentum in San Fierro. Ich weiß gar nicht, ob das schon angezeigt wird. Nee, ich glaube, San Fierro wird generell... Oh, ich bin gar nicht richtig hier. San Fierro wird generell noch nicht angezeigt, glaube ich. Nein. Wir werden aber, ich glaube, da ungefähr, hier, irgendwo hier in der Ecke, werden wir auf jeden Fall unsere neue Garage beziehen, sobald es uns dorthin verschlägt. Aber vorher gibt es noch eine Mission zu erledigen. The Truth wartet auf uns. What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Okay. Machen wir uns auf zu The Truth. Die Kiste werden wir leider nicht in der Garage unterbringen können. Wir werden aber, glaube ich, später noch anderweitig Gelegenheiten haben, den mal irgendwie zu klauen oder sowas. Er ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Er ist schon ziemlich schnell, lässt sich ganz gut fahren. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich denn hier am besten selbst fahren muss jetzt. Ja, zweite links und, na, wobei... Och, keine Ahnung, wie fahre ich denn da? Ja doch, wir machen mal... nee, doch nicht. Oder doch? Ja doch, zweite links und dann bei Los Santos wieder auf den Highway und dann aber... Ach, keine Ahnung, wir schauen mal. Hier jedenfalls noch nicht. Guten Tag. Oh, lass mich mal durch hier. Ich muss da mal ganz dringend durch. Ich hab's eilig. So, es ist wunderschön, dass wir endlich wieder in eine Stadt zurückkommen, dann jetzt bald, dass es die Aussicht darauf gibt. Und es werden sich neue Horizonte für uns eröffnen. Ich muss ja sagen, in San Andreas, Los Santos ist wirklich nicht meine Lieblingsstadt, sondern San Fierro ist wirklich meine Lieblingsstadt in dem Spiel, weil die einfach nett ist. Also, weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die ist angenehm, man hat Möglichkeiten und nicht so viele Nervsäcke, die einem irgendwie blöd kommen und einen anpissen. Das ist halt anders als in Los Santos, wo du die ganzen Gangbanger hast. Und ich muss auch sagen, die dritte Stadt Las Venturas ist halt Las Vegas verschnitt. Und ich kann Las Vegas auf den Tod nicht ausstehen in Wirklichkeit. Es ist so eine unfassbar dämliche Stadt, die sich nur damit beschäftigt, andere zu imitieren und zu faken. Von daher ist auch Las Venturas nicht so unbedingt mein Liebling. Okay, wir fahren einfach geradeaus. Und von daher ist San Fierro eindeutig meine Lieblingsstadt in diesem Spiel. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr, dass wir jetzt dorthin zurückkommen. Dass wir jetzt dorthin kommen. Und dann endlich anfangen, naja, unser eigenes Ding zu machen, sag ich mal. Unser eigenes Business aufzuziehen, sozusagen. Aber ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Wir erledigen erstmal den Job für The Truth. Und auch der wird, naja, nicht sehr herausfordernd, aber speziell, sage ich mal. Speziell. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Du
gut. Wir müssten eigentlich auf einem sehr guten Wege sein. Mein Auto wird wahrscheinlicherweise bald einen Abgang machen. Ich guck mal kurz, kann ich hier direkt fahren? Ich muss sogar hier direkt fahren. Das trifft sich ja sehr gut. So, machen wir doch mal direkt aufs Feld. Und da ist es auch gar nicht so schlimm, dass die Karre schon so viel eingesteckt hat, denn ich kann sie sowieso gleich nicht mehr nutzen. Es zählt schon, es ist ein Stunt. Na dann. So, nehmen wir noch ein bisschen hier die Bäume mit. Beweise zerstören und so, ne? Bis bald, schönes Auto. Vielleicht sehen wir dich ja mal wieder. Und dann geht's auf für the truth. Are you going to Sierra? Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Oh. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man. Narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Oh yeah, Hilfetruf. The truth. The truth, das Marihuana zu vernichten. So sieht's aus. Wir dürfen jetzt in einem brennenden Feld von Marihuana stehen und atmen natürlich nichts ein dabei. Nein. Wie könnten wir denn? Gut, du kümmerst dich darum. Ich sollte mich bloß nicht anzünden dabei. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir hier... Ja, wir können durch das Glas durchfeuern. Alles klar. Dann machen wir das doch auch einfach so. So, sollte schon reichen. Verkokelst die auch mit? Ich kann sie ja nochmal kurz anzünden. So, das kokelt und wir gehen weiter hier rüber. Was macht der Heli da eigentlich über uns? Warum kreist er einfach nur? So, einmal mitten rein, mal sehen, wie weit das Ding kommt. Schon ziemlich weit, ne? So, die brennen. Gut. Sieht passend aus. Ich sollte vielleicht nicht ganz so viel Feuer dorthin machen, wo ich langlaufen will. Assholes. Right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No. I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Frag mich, wie das kommt. Man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow. So, die Ankunft der Cops werden wir wohl gerade noch so überstehen. Ist jetzt wahrscheinlich strategisch nicht so schlau von den Drogencops gewesen, hier schon vorher mit dem Heli aufzukreuzen, wenn der Rest der Mannschaft noch nicht da ist. Ich weiß nicht, wer sich bei denen das ausgedacht hat, aber gut, Glück für uns, sage ich mal, ne? So, ein Feld hat's überlebt. Ich würde es ja als Bonus stehen lassen vielleicht, aber komm. So. Geh und sprich mit der Truth. Wir haben einen Flammenwerfer. Wunderschön. Aber jetzt kommt der spaßige Teil. Wir fahren mit dem Mothership. Vorher müssen wir aber noch was erledigen. We got a chopper on our tail. We'll never shake him now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Oh ja. Holy motherfucker. Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. Gonna make it into a lamp. Natürlich. Okay, schieß den Hubschrauber ab. Oh Gott, das war nicht so ganz richtig. Na komm. Irgendwann muss ich doch mal treffen. Willst du mich verarschen? Ich treffe das Ding nicht. Es wäre, glaube ich, auch hilfreich, wenn The Truth jetzt nicht weggefahren wäre und den Heli damit hinter sich hergelockt hätte. Ach, nee, nee, nee. Ist es denn fassbar? So, ich glaube, jetzt hält er, oder?
Bullseye! Guten Flug! Und wir dürfen mit dem Mothership, dem coolsten Auto des Spiels, fahren. So, ich guck aber mal ganz kurz. Bin ich hier richtig auf der Straße? Ja, sieht gut aus. Rechts rum. Fahr das Mutterschiff in die Werkstatt. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Okay, ist Caesar eigentlich mitgefahren bei dem Rennen? Ich weiß es gar nicht so richtig. What's with all the aluminum for you, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Ja, ich liebe dieses Auto. Es sieht einfach unfassbar cool aus. Es ist so schön lackiert. Hey, you want to hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm fed. Nee, dieses Auto ist einfach so unfassbar hübsch lackiert und ich muss sagen, ich liebe Bullies generell so vom Look her. Also. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old. Yeah, whatever, man. You talking shit. Ich stell mir vor, wie dein Kerl auf einer Ziege durch die Gegend reitet. Ein Traum. Bin ich denn hier richtig? There she is, brother. San Fierro, the city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man, man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Das hilft ihm jetzt bestimmt weiter, wenn er noch nie in der Stadt war. Nee, wir sind aber auf dem richtigen Weg und davon ist es auch schon. Hey, this thing go any faster? Auf der linken man, Seite. We got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit, can you shoot? Shoot, I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorting it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! Ich weiß nicht, warum schießen sollte, aber ich finde die Dialoge mit ihm einfach so großartig. The Truth ist auch ein ganz wunderbarer Charakter, der uns glücklicherweise ein bisschen länger als Catalina begleiten wird. Der wird ein Freund werden. Und damit haben wir unser Ziel erreicht. Das ist von nun an vorerst unsere Heimat. This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Mission erfüllt. Respekt bekommen. Schade, dass der Wagen weg ist. Ich hätte ihn wahrscheinlich, ja, ich glaube, ich hätte ihn direkt in die Werkstatt stellen müssen. Oder? Ich weiß gar nicht, wie das ging. Man konnte irgendwie diese Karre kriegen. Ach, ich weiß wie. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Man kann die Karre nur kriegen, auch im freien Spiel, wenn man quasi in der Mission, wie war das? Ich glaube, man muss in der Mission hierher fahren, die Kiste in die Garage stellen und dann die Mission verkacken. Dann hat man das Auto. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man es kriegen kann. Aber naja, wir sind jetzt in San Fierro und es tun sich neue Möglichkeiten für uns auf. Wir werden beim nächsten Mal viel Neues sehen und ja, ganz neue Möglichkeiten für uns kennenlernen. Müssen aber immer noch Tempanys Auftrag erledigen, denn der ist immer noch nicht ganz abgeschlossen. Er wollte mit dem Gras ja jemanden aus dem Verkehr ziehen und die Karriere zerstören, der ihm blöd kam. Und das haben wir immer noch nicht gemacht. Wir haben das Gras erstmal nur in die Stadt gebracht. Das schauen wir uns alles beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut. Und vielleicht kann ich mich ja hier auch irgendwo mal umziehen. Ich weiß es gar nicht. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dann, haut rein. Bis bald.